Mit klaren Worten richtet sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres an den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Angesichts der Lage der Zivilbevölkerung in Ost-Ghuta fordert Guterres einen sofortigen Stopp der Angriffe. Ich bin zutiefst getroffen vom Leiden der zivilen Bevölkerung in Ost-Ghuta. 400.000 Menschen erleben dort die Hölle auf Erden. Vor unseren Augen spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab, und ich finde nicht, dass wir dies einfach so geschehen lassen können. Nach dem Willen Schwedens und Kuwaits soll der UN-Sicherheitsrat bereits heute über eine Resolution abstimmen, die eine 30-tägige Feuerpause in Syrien fordert. Diese soll humanitäre Hilfslieferungen in die umkämpfte Region sowie die Evakuierung von Verletzten ermöglichen. Allen internationalen Appellen zum Trotz bombardiert die syrische Regierung seit mehreren Tagen die Region Ost-Ghuta. Assad scheint entschlossen, die Rebellenhochburg unweit der Hauptstadt Damaskus zurückzuerobern. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen bei den Kämpfen in den vergangenen Tagen mehr als 300 Zivilisten ums Leben, darunter viele Kinder.